Diese Fehler solltet ihr im Disneyland Paris vermeiden. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tipps und Tricks Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Thema, welche Fehler ihr vermeiden solltet im Disneyland Paris. Und zwar 12 Stück habe ich für euch zusammengetragen und die möchte ich euch jetzt in diesem Video vorstellen. Wie gesagt, es sind 12 Stück. Wenn ihr noch mehr Tipps habt oder Sachen, die ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, dann seid ihr auch gefragt, wie immer, gern unten in die Kommentare schreiben. Fangen wir an mit Fehler Nummer 1. Ihr habt keine Reservierungen für die Restaurants. Ja, das ist ein Fehler, den ihr begehen könnt, wenn ihr vor Ort seid und ihr wollt unbedingt in einem Buffet oder einem Bedienrestaurant essen und habt keine Reservierung. Ja, reserviert vorher und am besten so früh wie möglich euer Lieblingsrestaurant. Restaurants wie zum Beispiel das Downtown oder auch Auberge de Cendrillon sind sehr begehrt und auch sehr schnell ausgebucht. Wenn ihr Disney-Hotel-Gast seid, könnt ihr das Hotel, das Restaurant sogar, ich glaube, bis zu 6 Monate vorher reservieren. Also tut das auch. Wenn ihr ein Disneyland-Hotel bucht, dann am besten direkt schon beim Anrufen sagen oder wenn ihr bucht oder gebucht habt über die App, direkt das Restaurant buchen, was ihr gerne besuchen möchtet. Ansonsten, wenn ihr kein Disneyland-Hotel-Gast seid, geht das 2 Monate vorher über die Disneyland-App. Also das solltet ihr auf jeden Fall, diesen Fehler solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, weil ja, viele Restaurants sind natürlich beliebt und können schnell ausgebucht sein. Es kann natürlich sein, dass es Leute gibt, die nicht kommen. Das ist auch oft. Also wenn ihr wirklich eure Lieblingsrestaurant nicht bekommen habt, auch das Waltz zum Beispiel, könnt ihr auch, wenn ihr vor Ort seid, hingehen und fragen, ob es noch einen Tisch gibt für entweder denselben Tag oder einen anderen Tag, wenn ihr dann noch länger da seid. Da sagen euch die Castmember dann, ob ihr noch einen Platz bekommt, ob ihr Glück habt. Also beim Plaza Gardens haben wir immer bisher einen Tisch bekommen oder auch sowas wie die Pimp Kitchen oder so. Waltz müsst ihr Glück haben, auch im Downtown-Restaurant. Genau, also das war Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2, ihr prüft nicht den Wetterbericht. Ja, wir wissen, das Wetter in Paris kann unbeständig sein. Ich bekomme natürlich auch oft immer die Frage, wie wird das Wetter im Oktober? Ich hatte wirklich im Oktober letztes Jahr von 30 Grad bis 5 Grad war alles dabei, letztes Jahr im Oktober 2023. Und deswegen müsst ihr halt vorher schauen, vielleicht eine Woche und je näher euer Trip kommt, wie das Wetter wird. Klar, man weiß ungefähr im Januar ist es halt kalt, im Juli ist es heiß, aber schaut auf jeden Fall vorher vorbei. Soll es regnen, soll es schneien, soll es windig sein, wie kalt wird es? Es kann auch sein, dass jetzt im Januar 15 Grad sind, aber es kann auch sein, dass im Januar minus 3 sind oder minus 10. Deswegen schaut da unbedingt rein und passt dementsprechend eure Kleidung oder eure Ausrüstung an. Also wenn es regnen soll, dann wieder Regenschirm oder Poncho einpacken. Im Sommer natürlich Sonnenschutz nicht vergessen, genug zu trinken, wenn es heiß sein soll und auf jeden Fall auch eine Kopfbedeckung. Ja, und auch die Schuhe natürlich. Also wenn es in Strömen regnen soll, dann vielleicht Gummistiefel einpacken und ja, im Winter auch warme Schuhe. Ihr lauft viel, aber trotzdem, also meine Top-Empfehlungen sind immer Uggboots. In Uggboots frieren meine Füße nie und die sind super bequem, aber das ist so meine Präferenz. Ja, also das war Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 3, kein Budget festlegen. Ja, ihr wisst, Disneyland Paris, es ist teuer und es gibt so viele Verführungen. Es gibt Souvenirs, es gibt Essen, es gibt sonstige Extras und ja, da kann man sich sehr schnell verleiten lassen. Ihr wisst es ja selbst bei mir. Ich muss sagen, ich setze mir jetzt, also ich sag's euch, ihr sollt den Fehler vermeiden, aber ich muss sagen, ja, ich setze mir auch ungefähr so ein Shopping-Budget, aber halt es auch nicht immer ein, es kommt immer drauf an, was halt Neues rauskommt. Aber wenn ihr wirklich lange hinspart auf diesen Trip oder auch nur einmal im Jahr hinfahrt,
Dann setzt euch ein Budget fürs Merchandise oder auch fürs Essen. Sagt vorher, okay, wir reservieren das, das und das Restaurant oder wir gehen dann mittags in dem Schnellimbiss Restaurant essen. Ihr könnt ja auch die Preise und die Menüs ja in der App einsehen und dann wisst ihr, okay, was kommen für Kosten auf mich zu. Und dann könnt ihr immer noch sagen, okay, so und so viel bleibt dann fürs Merchandise noch übrig und dann könnt ihr das halt euch aufteilen oder den Kindern sagen, okay, ihr habt 50 Euro Merchandise-Budget oder so. Ja, also auf jeden Fall solltet ihr euch ein Budget festlegen und nicht den Fehler machen, euch kein Budget festzulegen, weil das kann ganz schnell ausarten im Disneyland Paris. Fehler Nummer 4. Nicht früh genug im Park ankommen. Ja, das sage ich euch auch immer. Kommt so früh wie möglich in die Parks. Erstens, wenn ihr Disneyland Hotel Gast seid oder Jahreskarteninhaber, nutzt die Extra Magic Hours. Ich sag's immer wieder, nutzt die Extra Magic Hours, wenn ihr könnt, wenn ihr dürft. Denn in den Extra Magic Hours könnt ihr echt viel Zeit sparen für Attraktionen. Ihr könnt alle Fantasyland-Attraktionen abklappern, wie Peter Pan, Dumbo, Big Thunder Mountain, gut, ist jetzt nicht Fantasyland, ist Frontierland, aber sehr viele begehrte Attraktionen könnt ihr morgens schon abklappern mit sehr wenig Wartezeiten oder ihr trefft direkt die Charaktere direkt am Eingang, also da bei Mickeys Haus, beim Storybook Store, ist ja ein Meet and Greet in der Extra Magic Hours und dann hinten, wenn ihr durch die Liberty Arcade läuft, direkt dahinter bei Casey's Corner, könnt ihr auch jemanden in der Extra Magic Hours treffen. Nutzt die Extra Magic Hours. Und wenn ihr, wie gesagt, Disneyland Hotel Gast seid, könnt ihr sie ja auch nutzen. Und da auch läuft früh genug los. Ihr denkt, wenn ihr sagt, okay, der Park macht um 8.30 Uhr auf oder die Extra Magic Hours beginnen um 8.30 Uhr, der Park macht dann schon um 8 Uhr auf. Wenn ihr dann sagt, okay, ich laufe erst um 8 Uhr im Hotel los, könnt ihr schon zu spät sein für die beste Zeit zu nutzen. Also lauft noch früher los, bevor der Park überhaupt aufmacht. Oder auch wenn ihr mit dem Auto da seid, fahrt früh genug zum Parkplatz. Der Parkplatz macht, glaube ich, auch um 8 Uhr auf, soweit ich weiß. Und ja, parkt das Auto und lauft dann zum Park, weil auch wenn ihr dann noch ein paar Minuten vor der Tür warten müsst, es lohnt sich, früh da zu sein. Und wenn ihr die Extra Magic Hour nicht nutzen könnt, dann versucht trotzdem direkt um 10 Uhr oder um halb 10, wenn der Park aufmacht, da zu sein. Da könnt ihr auch immer noch ein paar Minütchen irgendwo sparen. Fehler Nummer 5, den ihr vermeiden solltet, keine Shows zu besuchen. Ja, Disneyland Paris ist wirklich bekannt für seine grandiosen Shows. Und wenn ihr denkt, oh, ich fahre jetzt nur ins Disneyland und möchte die Attraktionen sehen, also klar, wenn ihr nur einen Tag habt, dann müsst ihr Sachen priorisieren, aber wenn ihr mehr Zeit habt, was ich euch auch ans Herz legen soll, plant genug Zeit. Also auch nochmal genug Zeit einplanen, auch Tage, also nicht alles in einen Tag versuchen zu quetschen. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Also besucht auf jeden Fall die Shows, denn die sind auf jeden Fall lohnenswert. Die Lion King Show, Mickey and the Magician. Jetzt kommt die neue Show mit, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die im Februar startet, mit den Colors, Symphony of Colors Show. Ich weiß gar nicht den Namen nicht, mir fällt es gar nicht ein. Die startet jetzt bald. Dann haben wir eine neue Drohnenshow. Wir haben das Feuerwerk, Dreams. Das sind alles Shows, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, weil Disneyland Paris und Shows, das passt einfach zusammen. Disneyland Paris kann Shows. Und das könnt ihr nicht mit anderen Freizeitparks-Shows tatsächlich vergleichen. Dann Fehler Nummer 6, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Kein Handy oder Kamera dabei zu haben und eine Powerbank. Ja, nehmt das Handy mit. Ihr braucht das Handy auf jeden Fall. Ihr denkt vielleicht, oh, ich möchte abschalten, aber erstmal wollt ihr natürlich Fotos machen. Ihr könnt so viele Fotos machen, wie ihr wollt. Auch mit den Charakteren könnt ihr Fotos machen. Das ist erlaubt im Park. Dann braucht ihr das Handy auch für die Disneyland Paris App. Ganz wichtig, da könnt ihr die Wartezeiten nachschauen, da könnt ihr Restaurants reservieren, da könnt ihr schauen, wo ihr seid im Park und ganz viele Infos zu Showzeiten auch etc. Ihr könnt den Premier Access Pass darüber buchen, wenn ihr möchtet. Also auf jeden Fall das Handy dabei haben und die Powerbank, weil wer viele Fotos und Videos macht, weiß, dass der Akku sehr schnell leer gehen kann. Ich kenne das von mir. Ich habe immer mindestens 2 Powerbanks dabei. Man kann die zwar ausleihen im Park, aber die sind erstmal sauteuer und zweitens muss man das erstmal finden und dann dahin laufen und so weiter. Also habt immer eine kleine Powerbank dabei
Schadet nicht und dann seid ihr auch immer auf der sicheren Seite. Fehler Nummer 7, den ihr nicht begehen solltet, ist keine Pausen einlegen. Ja, macht Pausen. Disneyland Paris kann überwältigend sein. Es gibt so viele Eindrücke, so viel zu erleben. Und ihr wollt natürlich auch alles schaffen in der Zeit, in der ihr da seid. Aber sowas kann auch sehr anstrengend sein. Vor allem, wenn man über 20.000 Schritte läuft am Tag und in den Schlangen steht und so. Deswegen legt Pausen ein, guckt vielleicht eine Show, dann sitzt ihr auch und könnt euch ein bisschen berieseln lassen. Setzt euch auf eine schöne Bank. Meine Lieblingsbank ist bei It's a Small World, da wo das Tor ist, wo die Parade rauskommt, weil da laufen auch manchmal Charaktere vorbei. Also ja, legt auf jeden Fall genug Pausen ein und begeht nicht den Fehler, keine Pausen zu machen. Fehler Nummer 8, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, keine Preise zu vergleichen. Ihr denkt, oh, Disneyland Paris, mein Traum, ihr möchtet unbedingt mal in den Park und bucht das erstbeste Angebot, das erstbeste, was ihr finden könnt. Tut das nicht. Schaut euch Vergleichsangebote an. Wollt ihr in einem Disneyland-Hotel übernachten, dann lohnt sich auch mal natürlich die Disneyland-Paris-Seite selbst anzuschauen, was kostet es da. Schaut euch verschiedene Zeiträume an, wann könnte es günstiger sein, wenn ihr wirklich auf den Preis achten wollt, oder schaut euch die verschiedenen Hotels an. Die Preise variieren ja auch massiv vom Hotel Cheyenne bis zum Hotel Disneyland-Hotel. Da sind tausende Euro dazwischen. Schaut euch an, welches Hotel für eure Bedürfnisse ausreicht oder was ihr euch mal gönnen möchtet. Und schaut auch mal bei Travel Circus zum Beispiel vorbei. Die haben auch echt gute Angebote, manchmal auch im Disneyland Hotel zu übernachten mit Eintritt und so weiter. Kann ich auch immer sehr empfehlen. Haben auch viele von euch auch schon gebucht über Travel Circus. Die haben auch echt gute Angebote. Und wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet halt nur den Park besuchen ohne Disneyland Hotel, lohnt sich vielleicht eine Jahreskarte, möchtet ihr öfter in den Park? Ich habe dazu auch mal ein Vergleichsvideo gemacht mit der alten Jahreskarte, aber mit den Preisen, wo ich die Preise zu verschiedenen Zeiträumen mit den verschiedenen Angeboten vergleiche und wann es am günstigsten ist, was zu buchen. Genau, also auf jeden Fall vorher sich damit beschäftigen, was kostet mich das, und nicht den Fehler machen, das Erstbeste zu buchen. Fehler Nummer 9, den ihr auf jeden Fall nicht begehen solltet, ist, kein Parkplan oder die Disneyland Paris App zu nutzen. Habe ich ja eben schon erwähnt, nutzt die Disneyland Paris App. Sie ist wirklich hilfreich und lasst sie nicht außen vor. Erstmal könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, wo ihr seid im Park. Der Park ist riesig und ihr könnt euch ganz schnell verlaufen, wenn ihr euch da nicht auskennt. Und ihr könnt den Weg zu Attraktionen finden, ihr könnt die Wartezeiten im Blick behalten und wisst, wann die Shows starten. Ihr könnt aber auch die reservierten Plätze für die Shows dort buchen. Ihr könnt den Premier Access Pass darüber buchen. Ihr seht, wann die Charaktere wo anzutreffen sind. Ja, also die Disneyland Paris App, ihr könnt Restaurants reservieren, habe ich auch schon erwähnt. Also die Disneyland Paris App ist auf jeden Fall von Nutzen. Ihr nutzt sie auch, wenn ihr im Park seid, und macht nicht den Fehler und nutzt sie nicht, um euch zu orientieren. Ja, auf jeden Fall, das erleichtert euch einen stressigen Tag im Disneyland Paris. Fehler Nummer 10, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, sich keinen Plan zu machen. Plant euch den Tag. Wie viele Tage seid ihr dort? Was möchtet ihr unbedingt sehen? Möchtet ihr irgendwelche Shows unbedingt sehen? Möchtet ihr Charaktere unbedingt treffen? Welche Attraktionen möchtet ihr fahren? Macht euch einen Plan. Schaut auch in die App, wo sich was befindet. Nicht, dass ihr so kreuz und quer durch den Park lauft und dann erschöpft seid und nicht mehr wisst, wo hinten und vorne ist. Also macht euch einen Plan zu Hause. Was möchtet ihr unbedingt sehen? Schaut in der App nach, wo sich was befindet, von der Location her. Und ja, malt euch sozusagen, druckt ihn vielleicht aus zu Hause, malt euch einen Weg, wie ihr am besten laufen wollt. Und das hilft euch auf jeden Fall. Und wenn ihr am Ende immer noch Zeit habt, dann könnt ihr auch was immer noch reinquetschen oder eine Attraktion, die vielleicht ganz unten auf der Liste stand, könnt ihr dann vielleicht auch mitnehmen, wenn ihr gerade dran vorbeilauft mit wenig Wartezeit. Ja, aber das A und O, egal für welchen Disney-Park, ob es Paris ist, Orlando oder sonst wo, immer ausreichend planen. Und begeht nicht den Fehler, nicht zu planen. Fehler Nummer 11, den ihr auch nicht unterschätzen solltet, ist, nicht zu wissen, wann der Park öffnet und schließt.
da auch wieder die Disneyland Paris App. Ich sag's immer wieder, ich weiß, Disneyland Paris App. Dort bekommt ihr die Informationen, wann der Park öffnet und wann er schließt. Extra Magic Hours nutzen, habe ich ja schon mal gesagt. Da seht ihr auch, wann die Extra Magic Hour anfängt. Manchmal ist es um 8.30 Uhr, manchmal ist es schon um 8 Uhr. Deswegen müsst ihr unbedingt immer in die App schauen, wann, wenn ihr da seid, wann der Park öffnet und vor allem schließt. Jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit hat der Park oft schon um 18 Uhr geschlossen, weil dann dort Weihnachtsfeiern stattgefunden haben. Und viele standen dann da oder haben in Facebook-Gruppen geschrieben, ja, der Park macht aber um 18 Uhr zu, aber ich habe da gebucht. Ja, das müsst ihr halt vorher auskundschaften und wenn ihr, bevor ihr bucht, vielleicht am besten, und wenn ihr damit ein Problem habt, dann müsst ihr vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt buchen. Es kann oft der Fall sein, dass der Park früher schließt, wegen irgendwelchen Feiern, wegen irgendwelchen Privatveranstaltungen. Aber auch im Sommer hat der Park meistens ja bis 23 Uhr geöffnet. Ja, da sind auch dann viele verwundert, weil das Feuerwerk ist ja immer zu Parkschluss. Und wenn der Park um 23 Uhr schließt, und dann muss es halt dunkel sein fürs Feuerwerk, deswegen hat er im Sommer so lang offen. Ja, also unbedingt vorher die Parköffnungszeiten sich anschauen und sich darüber in Kenntnis setzen, wann der Park öffnet und auch schließt. Und Fehler Nummer 12, den ihr auf jeden Fall, der wichtigste, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, Monis Videos nicht anzuschauen. tut mir leid, der musste sein. Aber da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Schaut euch wirklich die Videos an. Ich habe eine Playlist gemacht zu Tipps und Tricks im Disneyland Paris. Und da habt ihr Videos zum Erstbesuch, zu den Hotels, welche Hotels ich meine Top 5 Restaurants und Hotels außerhalb, innerhalb. Alles Mögliche findet ihr in dieser Playlist zu Tipps und Tricks fürs Disneyland Paris. Deswegen nehmt euch auch die Zeit vorher, schaut euch diese Videos an bei mir und die helfen euch wirklich weiter. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber ich bekomme immer das Feedback von euch. Deine Videos haben mir so weitergeholfen, haben den Trip viel magischer gemacht, haben uns super geholfen, uns zurechtzufinden im Park. Und dafür mache ich das Ganze ja, um euch das Ganze zu vereinfachen im Park. Ich kenne mich mittlerweile aus und versuche euch natürlich diese Tipps auch an die Hand zu legen und euch den Besuch zu vereinfachen. Wenn ich irgendwo hinfahre, ob es jetzt einen anderen Freizeitpark ist oder einen anderen Disney-Park, schaue ich mir auch andere YouTube-Videos an. Was haben die Leute gemacht? Was haben sie für Tipps? Und so weiter. Ich informiere mich auch über andere Disney-Parks, weil natürlich weiß ich nicht über Hongkong, Disney, Tokio, Anaheim Bescheid, so gut wie jetzt über Disneyland Paris. Und da gibt es halt andere Experten auf diesem Planeten. Und da schaue ich mir natürlich deren Videos an. Und ja, ich mache das für den deutschen Markt, für euch da draußen, damit euch der Disneyland Paris-Besuch einfacher gemacht wird. Und deswegen macht den Fehler nicht, den Fehler Nummer 12 vermeiden, nicht meine Videos zu schauen. Ja, das waren meine 12 Fehler, die ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, bevor ihr ins Disneyland Paris fahrt. Generell, es ist ja nicht zum ersten Besuch, sondern generell solltet ihr das vermeiden und immer das im Hinterkopf behalten. Ja, wenn ihr noch mehr Fehler habt, die ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, dann unten in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.